So langsam wird es. Eigentlich hätte in diesem Stadion in Al Rayyan, Katar, schon das Finale der FIFA-Club-Weltmeisterschaft stattfinden sollen. Am Juwel der Wüste, so der Spitzname des Education City Stadiums, musste aber noch ein wenig geschliffen werden. Anfang nächsten Jahres soll es dann endlich fertig sein. Wir wollten sowohl den Zuschauern als auch den Spielern, also denen, die das Stadion nutzen, die bestmögliche Erfahrung bieten. Deshalb wollten wir uns damit nicht hetzen und das Stadion erst dann eröffnen, wenn der gesamte Prozess abgeschlossen ist. Dann bietet das Wüstenjuwel Platz für 40.000 Zuschauer. Ob das WM-Finale 2022 hier stattfinden wird, soll erst noch nach Testevents im nächsten Jahr entschieden werden. Vielleicht wird also auf genau diesem Rasen in 3 Jahren der neue Weltmeister den WM-Pokal in die Höhe strecken.